Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit den Solid Principles of Object-Oriented Design beschäftigen. Und das ist eben ein Satz von 5 grundsätzlichen Prinzipien, die jeder objektorientierte Programmierer befolgen kann und auch sollte, meines Erachtens nach, um mittelgroße bis große Softwarelösungen umzusetzen. Und zwar so in einem Schema, dass guter Source Code dabei rauskommt. Und dann ist natürlich sofort die Frage, was bitteschön ist denn eigentlich genau guter Source Code? Im Prinzip ist es natürlich ein Begriff, der sehr redundant ausgelegt werden kann oder relativ auch, und der ist vielleicht gut, ist eigentlich auch moralisch behaftet, meines Erachtens, aber eigentlich ist sich die Programmierszene relativ einig, was denn guten Source Code auszeichnet. Und das habe ich hier eben in diesem Kasten hier gekennzeichnet. Punkt 1 ist, er ist leicht verständlich für andere Programmierer. Das heißt, andere Programmierer können meinen Source Code lesen und kommen eigentlich relativ schnell dazu, dass sie verstehen, was er macht. Das ist erstmal der erste und meines Erachtens auch der wichtigste Punkt. Punkt 2 ist, er ist leicht erweiterbar und änderbar, was man auch als Flexibilität bezeichnet. Was heißt das? Ich kann neue Anforderungen, die reinkommen und die ich zu meinem jetzigen System hinzufügen soll, die kann ich relativ schnell einfügen. Und ich kann auch, wenn Bugs auftreten, diese relativ schnell beheben. Das versteht man meines Erachtens unter Flexibilität. Also ich kann ein System schnell erweitern oder ich kann bestehende Schäden am System schnell reparieren. Letzter Punkt, der mehr oder weniger zwangsweise folgt, wenn ich flexibel bin, ist eigentlich meistens auch, dass mein Code leicht testbar ist. Einerseits natürlich im Gesamtverbund, also ich kann mir das System sozusagen komplett hochziehen und das testen. Das ist aber nicht der Punkt, der heutzutage das Salz in der Suppe ist, sondern man sollte gut in Isolation testen können. Das bezeichnet man auch als Unit-Testing, das schauen wir uns später noch an. Aber prinzipiell sollte ich ein Objekt unabhängig von anderen Objekten, das dieses Objekt referenziert oder die dieses Objekt referenziert, die sollten eben in speziellen Testszenarien, und diese Testszenarien zeichnen sich eben durch die Isolation aus, überprüft werden, ob sie korrekt funktionieren oder nicht. Und das sind die 3 wichtigsten Punkte meines Erachtens und auch für viele andere hochkarätige Programmierer, die ich kenne. Code sollte eben von diesen 3 Grundsätzen durchzogen sein. Meines Erachtens ist auch wichtig, dass hier nicht steht, guter Code ist performant. Natürlich ist Performance mit ein Teil unseres Geschäfts. Aber wir sollten als Entwickler nicht schon beim Programmieren eines Standardsproblems darauf aus sein, oh mein Gott, ich muss den Code, den ich hier gerade schreibe, optimieren bis zum geht nicht mehr, weil ich nämlich das letzte Quäntchen Performance aus dem PC des Nutzers herausholen möchte. Mit diesem Gedankengut würde ich Sie niemals in die freie Marktwirtschaft laufen lassen. Denn guter Code, der performant ist, ist meistens sehr schwierig zu lesen und verstößt damit gegen den ersten Grundsatz. Das heißt, wir bevorzugen lieber die Einfachheit, als dass wir ein hochoptimiertes System bauen, das vielleicht nicht mehr so leicht zu warten ist, dafür aber hochperformant funktioniert. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn Sie zum Beispiel im High-Computing-Bereich sind oder wenn Sie weiche oder gar richtig harte Echtzeitanforderungen haben, dann sollen Sie sich natürlich über Performance Gedanken machen. Aber wenn Sie eine Oberfläche bauen und ein bisschen Business-Logik implementieren, dann oder auch überhaupt, wenn Sie Business-Logik implementieren, dann sollten Sie nicht grundsätzlich darauf achten, dass diese Funktionalität performant ist, sondern Sie sollen einfach erstmal dafür sorgen, dass sie flexibel ist. Flexibel und performant ist meistens auch was sich ein bisschen im Weg steht.
und aber vor allen Dingen leicht verständlich. Und ich habe bis jetzt noch keinen hochoptimierten Code gesehen, der leicht verständlich ist. Also das Problem ist wirklich so banal. Aber naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zu den Prinzipien, die ich angesprochen habe. Dieses Solid, das steht eigentlich für 5 Prinzipien und ist letztendlich eigentlich bloß eine Eselsbrücke. Denn dieses Solid, wie wir es hier auch an den ersten Buchstaben jeweils sehen, sagt letztendlich nichts anderes aus als die Namen der verschiedenen Prinzipien, die wir uns jetzt nach und nach anschauen werden. Das ist eben das Single Responsibility Principle, das Open-Closed Principle, das Liskov Substitution Principle, das Interface Segregation Principle und zu guter Letzt das Dependency Inversion Principle. Und der Punkt ist eben, diese Prinzipien sind zwar schon teilweise, je nach Prinzip, sehr viel früher entstanden. Ein Mann namens Robert C. Martin, auch eine Programmierkoryphäe, die man eigentlich kennen sollte. Sein Spitzname ist übrigens Uncle Bob. Und der hat auf jeden Fall diese 5 Prinzipien im Jahr 2000 etwa zu den sogenannten First 5 Principles für... Okay, ich sehe hier gerade, hier fehlt ein S. Die ersten 5 Prinzipien also für objektorientiertes Programmieren ernannt. Diese hat er als so wichtig angesehen, dass die eigentlich jeder objektorientierte Programmierer kennen sollte. Das Akronym SOLID für eben die Abkürzung der verschiedenen Prinzipiennamen, die wurden später von Michael Thesis erst gebildet. Wir werden uns jetzt in den nächsten Videos diese Prinzipien eben der Reihe nach anschauen. Einen Hinweis möchte ich Ihnen aber auch noch geben, so wie er hier auch im Skript steht. Obwohl jetzt Uncle Bob denkt, dass jeder Programmierer, der objektorientierte Programmiersprachen anfasst, diese 5 Prinzipien kennen sollte, heißt noch lange nicht, dass das wirklich jeder Programmierer kennt. Also meines Erachtens und das, was ich bis jetzt in meinem Berufsleben und auf Konferenzen erlebt habe, ist eher, dass es ein Großteil der Programmierer nicht kennt. Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus, aus meiner Erfahrung raus sagen, das ist vielleicht im Verhältnis 60-40, 70-30 und die 60% entsprechen den Leuten, die das nicht kennen. Das Problem ist, wenn Sie diese Prinzipien auf Ihren Code anwenden, dann erhalten Sie Code, der nicht intuitiv ist. Ich habe noch niemanden gesehen, der angefangen hat, objektorientiert zu programmieren und automatisch im Code ausgespuckt hat, den man nach diesen Prinzipien hätte eben strukturieren können. Wenn Sie solchen Code schreiben, wird dieser nicht intuitiv sein, vielleicht auch eben für Arbeitskollegen, die Sie später haben werden und die sich dann fragen, warum sie denn hier so viele Interfaces auf einmal haben und ihre Klassen so klein sind und sie auf einmal so viele Klassen haben. Genau das ist eben ein Punkt, auf den ich so noch hinweisen möchte. Im Prinzip ist das, was wir jetzt hier machen, dieses komplette Kapitel 5, ist gefährliches Wissen, meines Erachtens nach. Und sie sollten eben auf psychologischer Ebene dann auch sich dem bewusst sein, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Programmierer diese Prinzipien nicht kennen und vielleicht auch gar nichts von ihnen wissen wollen. Also ich habe auch erst nach einiger Zeit von diesen Prinzipien erfahren, aber im Prinzip möchte ich sie jetzt nicht mehr missen. Und es ist dann halt immer so, wie bei allen im Leben, wenn man selbst in einer gewissen Hinsicht irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat, dann greift man sich halt immer an den Kopf, wenn man dann Code sieht, wie man ihn früher vielleicht noch selber hätte geschrieben. Und genau darauf möchte ich nochmal hinweisen zum Abschluss dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. In den nächsten Videos werden wir eben uns zu Beginn mit dem Dependency Inversion Principle beschäftigen. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis bald.